Nach nur einem Jahr kehrt Sebastian Rudi dem FC Bayern den Rücken und wechselt zum FC Schalke 04. Nach Omar Mascarell und Suat Serdar greifen die Königsblauen erneut für einen zentralen Mittelfeldspieler tief in die Tasche. Eine Tatsache, die Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Rudi-Verpflichtung sät. Der Wechsel ist allerdings eine Ideallösung für alle Beteiligten, lassen Sie sich überraschen. Für einen Spieler, der von sich selbst behauptet, dass er Dinge auf dem Platz klar anspreche, wenn ihm etwas auffalle, gab sich Sebastian Rudi in den vergangenen Tagen bezüglich seiner Zukunft geheimnisvoll. Grob weiß ich, wohin es gehen wird, sagte Rudi. Dabei war zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon absehbar, dass ihn sein Weg nach Gelsenkirchen und ins königsblaue Trikot führen wird und nicht wie zwischendurch schon als fix vermeldet zu RB Leipzig. Als logischen Schritt von ihm bezeichnete Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge den Wechsel des 28-Jährigen. Sebastian Rudi schon im Mai beim FC Schalke 04 auf dem Zettel. Gleiches gilt auch für den FC Schalke 04, der den Nationalspieler zu seinem Königstransfer des Sommers machte, obwohl die Knappen schon zuvor mit Mascarell 10 Millionen Euro und Serdar 11 Millionen Euro kräftig in das zentrale Mittelfeld investiert hatten. Angesichts der Schalker Transferpolitik stellt sich für nicht wenige die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Geschäfts aus Schalker Sicht, wenn Schalke 04 der Meinung ist, sich auf einer entsprechenden Position verstärken zu können, unabhängig davon, ob sie besetzt oder weniger besetzt ist, dann müssen wir es machen, wenn es machbar ist, hatte Schalke-Trainer Domenico Tedesco jedoch bereits vor einigen Tagen erklärt und somit nicht nur mit dem Zaunpfahl, sondern gleich mit dem ganzen Zaun gewunken. Bereits im vergangenen Mai hatte sich der FC Schalke 04 in Person von Sportvorstand Christian Heidel bei Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic bezüglich Rudi erkundigt. Damals wäre jedoch nur ein Leihgeschäft aus Schalker Sicht realisierbar gewesen. Ein sowohl für den FC Bayern als auch für den Spieler unbefriedigendes Angebot. Sebastian Rudi nach seinem Wechsel zum FC Bayern, Grenzgänger, ich bin nicht hierher gekommen, um schon nach einem Jahr wieder zu gehen, sagte Rudi noch im März, obwohl sich seine Situation beim deutschen Rekordmeister im Vergleich zum Sommer da schon erheblich verschlechtert hatte. Anders als unter Carlo Ancelotti, der Rudi in 4 der ersten 6 Bundesligaspielen von Beginn an brachte, kam Rudi nach der Rückkehr von Jupp Heynckes nur noch in vergleichsweise unwichtigen Spielen zum Zuge. Die K.O.-Phase der Champions League beobachtete er ebenso von der Bank aus, wie das Halbfinale und das Finale des DFB-Pokals. Heynckes gab Xavi Martinez und Arturo Vidal den Vorzug vor Rudi. Dem Nationalspieler attestierte er ein feiner, eleganter Fußballer mit einem guten Auge zu sein, dem aber das robuste Element etwas fehle. Bank oder Tribüne sind nicht mein Anspruch, hatte der Nationalspieler angesichts seiner Reservistenrolle klargestellt. Sein Vorhaben, durch einen Wechsel zum Rekordmeister im Sommer 2017 seine Grenzen auszuloten, schien spätestens unter dem neuen Trainer Niko Kovac erfüllt, und das im negativen Sinne, sollte Sebastian gehen, hat der Kader eine gute Größe, sagte Kovac vor knapp 2 Wochen und berief Rudi in den ersten beiden Pflichtspielen noch nicht mal in den Kader. Die Grenzen im üppig besetzten Mittelfeld des Rekordmeisters zeigte Kovac Rudi in kürzester Zeit schonungslos auf. Rudis Leistungsdaten beim FC Bayern in der Saison 2017-18: Wettbewerbsspiele, Tore, Torvorlagen, Bundesliga 2-5-1-4, Champions League 5-0-0, DFB-Pokal 4-0-1. Rudi bei der WM, die besten 30 Minuten des taumelnden Weltmeisters. Dabei hatte Rudi erst kürzlich bei der Weltmeisterschaft 2018 gezeigt, dass er einer topbesetzten, aber strauchelnden Mannschaft zu dringend benötigter Stabilität verhelfen kann.
Als er überraschend im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden in der Startelf stand, war die Empörungswelle über eine erneut diskutable Entscheidung von Bundestrainer Joachim Löw groß, nach dem Vorrundenaus sprachen aber nicht wenige von der besten halben Stunde der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft, als Rudi neben Toni Kroos den defensiven Part auf der Doppel-6 übernahm und einen guten Job in der Rolle des soliden und fehlerfreien Arbeiters machte. Zum ersten und auch einzigen Mal war die DFB-11 nicht mehr so konteranfällig wie noch im Auftaktspiel gegen Mexiko. Die Balance stimmte. Ein Nasenbeinbruch setzte sowohl Rudis WM-Debüt als auch der deutschen Stabilität ein Ende. Eine Minute nach seiner Auswechslung traf Schweden zum 1:0. Der gute Eindruck aber blieb haften. Rudi verließ Russland als einer der wenigen Lichtblicke im DFB-Team. Auch deshalb kam für den FC Bayern ein Leihgeschäft bei der Personalie Rudi kaum in Frage. Entweder ordentlich Reibach machen oder Rudi weiterhin als gute, wenn auch nur vermeintlich überflüssige Ergänzung im Kader haben. Das machte nicht zuletzt Uli Hoeneß deutlich, als er sagte, dass 15 Millionen Euro sicherlich nicht reichen würden. Rudis Wechsel zum FC Schalke 04, die eierlegenden Wollmilchsau in der Konsequenz, zog sich beispielsweise RB Leipzig aus dem Transferpoker zurück. Sportdirektor und Trainer Ralf Rangnick, der eine Meldung des SWR über die Verpflichtung als Mutter aller Fake News bezeichnete, wollte seinem designierten Nachfolger Julian Nagelsmann zwar anscheinend Spielerwünsche erfüllen, jedoch nicht um jeden Preis. In Hoffenheim war Rudi in seinem letzten Vertragsjahr unter Nagelsmann unumstrittener Stamm- und Führungsspieler. Manchmal hat ihm noch das Entscheidergehen gefehlt, hatte Nagelsmann damals über den heute 28-Jährigen gesagt. Über Rudis fußballerische Qualität brauche man sich hingegen nicht zu unterhalten. Die ist außergewöhnlich. Als Rudi Hoffenheim ablösefrei in Richtung München verließ, verglich Nagelsmann sich selbst mit einem Bauer, der sich von seinen Kühen und Schweinen trennen müsse. Auch wenn er eine gute Beziehung zu ihnen hat, ein Jahr später wechselte Rudi erneut den Verein. Dieses Mal aber nicht als Kuh, die eine gute Beziehung zu ihrem Bauer pflegt, sondern vielmehr als eierlegende Wollmilchsau. Denn unter dem Strich profitieren alle Parteien von dem Transfer. Warum S04 Rudi zum Königstransfer macht, nicht in Schönheit sterben, während beim FC Bayern die Kassen klingeln, wird Rudi bei einem Champions League-Teilnehmer gesetzt sein und endlich den eigenen Ansprüchen genügen können. Tedesco bekommt auf Schalke einen Spieler für die Zentrale, der exakt seine Vorstellungen von Fußball verkörpert und unmittelbar weiterhelfen soll. Spielintelligent und technisch versiert sei Rudi und eine Bereicherung für unseren zum Teil sehr jungen Kader, sagte der Schalker Trainer nach der offiziellen Verkündung des Wechsels. Doch nicht nur deswegen flog Tedesco vor Wochen eigenhändig nach München, um Rudi von seinen Ideen mit ihm im Schalker Mittelfeld zu überzeugen. In Schönheit sterben oder kämpferisch siegen, da nehme ich lieber das Zweite, sagte Tedesco im März als Replik auf die Kritik am unattraktiven, aber erfolgreichen Fußball auf Schalke in der vergangenen Saison. Rudi passt insofern in diese Philosophie, als dass er ohne jegliche Schnörkel auskommt und seine Aufgaben als zuverlässiger, laufstarker Ballverteiler erledigt. Rudi ist keiner, der in Schönheit stirbt und nach eigener Aussage auch niemand, der das Podest suche. Vielmehr sei er der Typ, der Mitspielern den Rücken frei halte und sie auf dem Platz coache, auch wenn das nicht immer jeder mitkriegt. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen, um auf Schalke ein entscheidender Faktor zu sein und bei den Fans hoch im Kurs zu stehen. FC Schalke 04, Kritik an Rudi, Verpflichtung verständlich, aber hinfällig. Diese hatten nach den teuren Verpflichtungen von Mascarell und Serdar angenommen, die Abgänge von Max Meyer und Leon Goretzka im Zentrum gut kompensiert zu haben. Diskussionen über Sinn und Unsinn der Rudi-Verpflichtung sind daher zwar legitim, aber mit Blick auf die Besetzung im Zentrum schnell hinfällig.
Mascarell bestätigte schon zu einem beängstigend frühen Zeitpunkt seinen Makel der Verletzungsanfälligkeit. Serdar fremdelte gegen Wolfsburg noch merklich mit dem Schalker-Spiel und Nabil Bentaleb ist auf der 10er- oder 8er-Position besser aufgehoben. Nur mit dem jungen Weston McKennie als zuverlässigen Sechser in eine Saison mit Dreifachbelastung zu gehen, entspräche nicht dem Planungsschema von Heidel und Tedesco. Schon die Auftaktpleite gegen Wolfsburg hat gezeigt, dass Rudi dem Schalker-Spiel gut tun würde. Dort mangelte es der Mannschaft von Tedesco an Ruhe und Stabilität. Qualitäten, die Rudi für sich beansprucht und die ihn auf Schalke wertvoll machen können. Eine Überraschung wäre das ebenso wenig wie letztendlich der Wechsel Rudis, um den er noch vor wenigen Tagen so ein Geheimnis machte. Punkt. Mehr bei Spox, Fix. Rudi wechselt von Bayern zu Schalke, FC Schalke 04, Spielplan von S04, kommende Gegner, Datum, Termine, Partien, Vorschau, FC Schalke 04, Hertha BSC.